der Text drauf. Ach so, ja. Thank you.
Trieb Ars Electronica des Weltkulturen und der Kreis für digitale Kunst und Kultur. Wir feiern dieses Jahr sogar einen runden Geburtstag. Der Prix Ars Electronica wird heuer zum 20. Mal vergeben. Und im Laufe dieser 20 Jahre sind die Ars Electronica und damit auch die Stadt Linz buchstäblich zigtausende Künstlerinnen und Künstler auf alle Erdteile damit festen Begriff geworden. Ars Electronica hat auf diese Weise auch einen entscheidenden Beitrag zum modernen kulturellen Image Österreichs in aller Welt geleistet. Auch dieses Jahr haben sich über 3.100 Künstlerinnen und Künstler aus 70 Ländern am Wettbewerb beteiligt. Das ist nicht nur für uns beide und das gesamte Team eine große Herausforderung und eine große Freude. Freilich als Arrangement würde mich zu noch damit recht hatte, als es viele Jahre sind gewesen meinte, wir müssen unsere Wünsche kennen und danach die Geräte bauen. Wir dürfen nicht unsere Wünsche den Technologien anpassen. Ja, vielleicht ein großes. Synthesizer sucht sie intuitiv weiterhin nach neuen Klängen und
verwandelt so Gefühle und Stimmungen in multidimensionale Tonstrukturen. Meine Damen und Herren, den nächsten Vollmond sieht die Menschheit erst in einer Woche wieder. Der Künstlergruppe aus Linz will nicht mehr so lange warten und hat sich deshalb schon heute Mittag auf dem Hauptplatz versammelt, um das Sitzung zu haben. Ziele zu wählen, vor sich zu haben, oft ist es schwieriger, die Fragestellung zu finden, als zur Fragestellung die Lösung. Also Ziele selbst auf einer Seite und Freiheit auf anderer Seite. Herr Brunner, Sie beschäftigen sich beruflich sehr mit der Zukunft des Internet, ist Ihr Metier. Und da gibt es ja inzwischen ganz unterschiedliche Entwicklungen von Land zu Land. In Korea gibt es das Phänomen, dass sich ein Drittel der Bevölkerung in der Online-Community Cyborg tummelt. Wir haben von einem Vertrag mit der Union ein Big Problem ist Cook. Wir sind ein Eigentum. Why? Mein Teacher ist ein Eigentum. Actually, when I was a teenager, instead of going to school, I used to go to the movies. That's why you didn't like it. That's why I had a very good education. Mr. Tashani, I recently read this interview with the Politik. Dieses Jahr gibt es ja wohl der Wirtschaftsstandort Österreich durch den Ausbau der Breitbandkommunikation. 5458 M aus. Das war unglaublich schwierig für den Film, weil er eine Geschichte hat, im Nebenstand Titel zu finden, der bei wir wollten dann, was wir erkennen und was wir zugegeben fanden, wir die Einheit nicht miteinander gegeben haben. Das ist aber nicht, was wir vorhin gespielt haben, war dann natürlich der Namensgeber. Eliane, Computeranimation wird oft als Werkzeug betrachtet, um unnatürliche Welten zu erschaffen. In der Natur so nicht möglich wäre, ist es jetzt in die andere Richtung gegangen, hat die Natur Schnecken und Vögel als Vorbild genommen. Und daraus haben wir seltsam gesehen, die Maschinenwesen geschaffen. Was war da die Inspiration dafür? Also, direkte Inspiration und zwar an Mikrokosmos. Das ist eine französische Dokumentation über Kleintiere, diverse Kleintiere, die wunderschön aufgenommen ist. Und es gibt eine Szene, wo zwei Schnecken sich lieben. Und wir haben uns das angeschaut und das hat sehr gut zusammengepasst mit all den anderen Vorgängen, die wir uns gemacht haben. Das war einmal irgendwie, wir wollten starke Bilder in den Alltag haben, wir wollten eine dunkle Stimmung erzählen und wir wollten natürlich damit mit den Musikern zusammenarbeiten, mit der Welt. Und leider zusammen hat dann ein Platz gefunden. Ja, wenn ich mir das anschaue, sehe ich auch als Nicht-Animationsexperte, dass er da ganz viele verschiedene Oberflächenstrukturen hat, Texturen, die bewegen sich in verschiedenen Geschwindigkeiten, in verschiedenen Richtungen und auch in verschiedenen Medien. Das stellt sich natürlich die Frage, wie lange er das Rendering Preis für eine Ausnahme der Leistung in der elektroakustischen Musik.
Dieses Jahr haben wir die Leute hier an der Künstlerseite, die schon seit den 50er Jahren mit dem ersten Synthesizer experimentiert und die heute in höherem Alter als die Ikone einer ganzen neuen Generation von Klangkünstlerinnen und Künstlern sind. Dann haben wir Eliane Radigue, eine Künstlerin, Eliane Radigue, für Sie in Paris. Yeah.